Figaros Hochzeit noch ein Duett, und zwar zwischen dem Graf und Susanna. Und zwar die Susanna, die hat einen ganz bestimmten Plan. Der Graf, der ist ja mit der Gräfin zusammen und Susanna mit Figaro. Die lieben sich, ist alles okay. Aber der Graf ist aber scharf auf Susanna. Und sie möchte, das ist für sie natürlich nicht so toll, weil sie liebt den Figaro und der ist ja viel zu alt für sie auch. Und deswegen hat sie einen Plan. Sie wird die Kleider an ihrer Hochzeitsnacht mit der Gräfin tauschen. Und so wird der Graf dann denken, seine Frau ist Susanna. Und am Ende kommen sie alle wieder zusammen und ist gut. Aber jetzt ist doch nichts gut, sie muss dieses Date, das gibt erstmal auswählen und so tun, als würde sie ihn so, so gerne wollen. Tut sie aber nicht. Oh!